Aber irgendeine Quest muss ich ja nehmen. Also das andere war hier auch. Das ist Duras, den muss ich killen. Auch kritisch. Ich muss eigentlich mal nach Goliath zurück und jetzt gucken, was Cormac bei Ragnar macht. Und ich muss hier, glaube ich, auch noch eine Strafe bezahlen, ne? Falls mich die nicht sowieso von alleine noch angreifen, weil sie sauer sind. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisen-Clan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammer-Clan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. So nämlich. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja. Warum kriege ich den jetzt schon wieder auf den Sack? Mann. So ein Scheiß. Halt! Du wirst hier als Dieb gesucht. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Werde ich verbannt? Ich kann da mich rausfliegen. Das wäre super. War wohl ein teures Schwert, was ich ihm geklaut habe. Ja, hier hast du. Ich zahle meine Strafe. Sehr gut. Aber pass auf, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und jetzt geh mir aus den Augen. Aber ich habe keine Nachteile gespürt davon, dass ich als Verbrecher gesucht wurde. Ne? Alle haben mit mir weiterhin kooperiert, außer halt Ragnar. Scheint also eigentlich nicht so wild zu sein. Ich bringe ihm Neuigkeiten und ja, das mache ich nicht, bevor ich nicht alle gesehen habe. Was meine Unterstützung angeht. Ja, nee. Gut, dann ist hier nichts passiert. Aber ich könnte mich mal mit Angrim unterhalten. Müsste nämlich, beziehungsweise ich kann auch einfach nochmal versuchen, Duras zu bekämpfen. Einen Machtstoß habe ich ja noch. Der war auf jeden Fall sehr hilfreich. Oder ich gucke vorher nochmal, ob ich mir ein Schwert holen kann. Und wie viele XG-Punkte habe ich eigentlich noch? Ne, die verbrauche ich nicht. Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter. Mag sein, aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu, ich habe nichts mehr zu verlieren. Lass mich nur mal... Das hat mir auch Schaden gemacht. Was? Einmal Saufi machen. Vielleicht auch zweimal. Die erste Variation der Kampfmusik fand ich schöner. Uiuiui. Da ziehe ich mir, glaube ich, nochmal einen Drink rein. Oder noch einen. Diese scheiß Wache. Warum hat das Schwert denn so eine Reichweite, Mann? Mehr zurückgehen kann ich nicht. Der ganze Rest verbraucht mir zu viel Ausdauer. Schieb mir deine komische Ausweichrolle woanders hin.
Huras? Wieso? Das ist ein Mörder. Das ist voll okay. Rex-Typ. Und verarschen wollte er mich auch. Er hat mich angelogen und jemanden umgebracht. Nur weil er der Erste ist, der mir Hallo gesagt hat, oder was? Du bist Quest erledigt, oder? Kann ich nun in eine solche Situation geraten? Das erste Mal in meinem Leben muss ich erfahren, was es heißt, Gefühle zu entwickeln. Das ist die Hölle. Besonders eine Sache will mir nicht aus dem Kopf gehen. Warum hat Alex... Alex... Ach, das ist die Hauptquest noch, ne? Ja. Ich dachte, das wäre jetzt schon was Neues von... von Duras. Aber das hat sich dann wohl erledigt. Gute Nacht. Ist der auch endlich weg? Also wohin jetzt mit mir? Nee, das... aber... dann muss ich doch eigentlich... mal jemanden... von den Separatisten finden, damit die mal ihre, mir ihre Motive erzählen können. Die Separatisten sind in Alps und noch am nächsten. Auch wenn sie nicht mehr derselben Direktive folgen, wenn ich meinem Ziel näher kommen will, sollte ich mich mit dem Kopf der Separatisten unterhalten, ja? Dazu muss ich ihn aber erst einmal finden. Wo finde ich den denn? Oh, ist ja richtig nah dran. Shit. Obwohl, doch geht. Wenn das in der Nähe von da besser ist. Dann hole ich mir mal neue Informationen, damit ich guten Gewissens in der Besser auch weitermachen kann. Eine Heilplanier. Ja, dann habe ich eigentlich die Quest jetzt erledigt, die mir gestern am meisten Kopfschmerzen gemacht haben. Ich hätte gerne mal eine Statistik, wie viele Leute in ihrem Erstrun Duras gekillt haben oder verraten haben. Ich glaube, das passiert nicht so häufig. Wandernde Händler immer. Aber es ist cool, dass die auf der Karte angezeigt werden. Auch wenn ich nicht wüsste, wie man die... wie die geortet werden. Ich bin da. Ich hab Duras im ersten Mal laufen lassen. Also er hat nichts für mich getan, muss ich mal so sagen. Er war einfach nur der erste Typ, den ich getroffen habe. Ich wusste nicht, wieso. So, ich dachte kurz, es ist ein Schild, es ist ein Nicht-Schirm-Schild. Sag das doch nicht so oft. Aber es gibt einige Möglichkeiten für die Quest, inklusive Unterpunkte für Folgefest. Ist halt echt cool. Ja, ich habe schon gehört, dass er auch verbannt werden kann, wenn man mit ihm zu Ragnar geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also ist schon krass, die Möglichkeiten hier. Hier war doch, ist doch ein Banditencamp, oder? Sieht ein bisschen zu befestigt aus. Würde mich nicht wundern, wenn mich hier gleich einer anspringt. Hat Auswahlmöglichkeiten und für Folgequests noch weitere Auswahlmöglichkeiten. Ja, ich bin natürlich jetzt ein bisschen traurig, dass ich so viel Folge-Content dadurch nicht mehr erleben werde, aber ich bin mit der Entscheidung für mich trotzdem zufrieden. Also mir ist lieber, ich mache das Richtige für mich, mein Empfinden, und dann verpasse ich halt ein bisschen Content. Für mich, ich kriege da ja keine FOMO, für mich erhöht das dann eigentlich nur den Wiederspielwert. Ach, das kommt noch ein paar Mal. Ja, wunderbar. Umso besser. Ich werde immer mehr begeistert von dem Spiel. Es ist verrückt.
Das sieht halt nicht so aus wie ein Speer, was da ein Speer sein soll. Das war wohl nichts. Das war wohl die nichts. Wollten unbedingt, dass man mit den Schlössern Zeit verschwendet, ne? Zu einfach. Und dann sagt er noch zu einfach. Sack. Und dann kriege ich 5 Pilze schon wieder, aber na gut, 2 Dietriche. Immerhin. Das gleicht's aus. Ist hier ein Ofen nutzbarer? Nee. Ich mochte Elex 1 aber auch sehr gern, außer das Nahkampfsystem, aber das ist auch so ein PB-Ding. Ach so, langsam finde ich es gut. Also ich fand es am Anfang richtig katastrophal, aber das halt nicht, weil das Kampfsystem scheiße ist und weil ich nicht reingefunden habe. Mittlerweile, man muss sich halt immer auf viele Sachen einlassen, dann geht das voll klar. Und ich hoffe, irgendwann in diesem Stream mit Bill ja nochmal zurückkommen, weil der war ja auch so skeptisch gegenüber Elex. Ich würde ihm erstmal sagen, er soll es ganz dringend spielen. Schon wieder 5 Pilze. Ja, ob sich das jetzt noch durch das Spiel ziehen wird, vielleicht wird das ja ein Running Gag. Ist ein Reißer? Was ist das? Blutkralle. Ja, geh mal runter. Brennt da der Rücken? Ich bin gewundert, warum das Ding hier so rumläuft. Wo ist Fleisch? Das hätte ich jetzt auch gerne. Rohes Fleisch. Ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich hinrenne. Doch, ich bin richtig. Ein Pfeil nur noch, den brauchst du zum Anziehen. Ganz genau. Ich würde sagen, das war so geplant, aber ich kann hier nichts planen. Na komm her. Das ist gar kein Hornwolf. Du was? Du mehr, das ist viel zu wenig. Warum springst du nicht? Bin ich irgendwie betäubt? Ich klopfe auf die Leertaste wie ein Irrer. Ah ja, ich hau ab. XP und das. Man fühlt sich wenig belohnt für manche Viecher. Ja, aber das hält die Welt auch lange bedrohlich, ne? Das geht halt sehr schnell flöten bei zum Beispiel Gothic und bei Risen war es halt nie da. Bei Risen 1 war es noch da. Da war die Welt noch relativ lange bedrohlich, aber bei 2 und 3 hast du ja sofort alles gekillt. Na, musst du wissen. Ja, hau bloß ab. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Ist das einfach eine Random-Patrouille? Kann ich zu euch locken? Hallo? Rainer! Na, wen haben wir denn hier? Ein verirrtes Schaf auf der Wiese der Ungläubigkeit. Ja, auf geht's! Wer bist du? Wer ich bin? Ich da bin wurde es plötzlich still. Nur ein demütiger Diener Kalans, unserem Schöpfer. Du solltest dir keine Sorgen darüber machen, wer oder was ich bin. Das liebe ich an dem Spiel, die Ruinen sind mega cool. Ja, es ist so krass. Sie sind ja vor allem auch nichts Besonderes. Ich meine, jeder von uns hat schon mal ein Backsteinhaus gesehen und trotzdem ziehen sie einen so weg von der Route, die eigentlich geplant ist. Einfach klasse. Ich weiß nicht, ob ich mich auf Elex 2 freuen soll oder Angst habe, ne? Weil das dann anscheinend im Endeffekt ja wirklich einen Schritt zurück machen wird. Und wenn das Game am Ende auch so Wahnsinn ist, dann verstehe ich nicht, warum es so kritisiert wurde. Ja, ich glaube... dass man so viele Monster klatschen muss, was ich ja bisher gehört habe, ist ja der Hauptkritikpunkt, dass... kann schon viel runterreißen. Vielleicht fehlt dann, wenn man so lange an einer Quest hängt, der Blick fürs Positive. Man wird sehen. Was machst du hier draußen? Kalan hat uns entsandt.
Wir suchen verlorene Seelen, so wie du eine bist. Wenn du möchtest, werden wir dir helfen, auf den rechten Weg zu finden. Darüber reden wir ein anderes Mal, denke ich. Erzähl mir mehr über Kalan. Das freut mich, dass du das sagst. Kalan ist unser Beschützer. Kalan ist unsere Rettung. Und Kalan wird derjenige sein, der es uns erlaubt, diesen Krieg zu gewinnen. Aber erzähle mir erst einmal etwas über dich. Und ich rate dir, mir die Wahrheit zu sagen. Wo hast du den Großteil deines Lebens verbracht? Es wäre halt schön, wenn er ein bisschen warmherziger reden würde, ne? Er klingt so wie so ein Psycho. Und eigentlich müssten die auch wissen, dass man mit Nettigkeit viel eher die Leute überzeugt, glaube ich. Also er ist objektiv wahrscheinlich ja ganz nett, aber er klingt halt nicht so. Also, man könnte interpretieren, dass das ja mein neues Leben ist. Und das habe ich in Edan verbracht. Aus Edan. Interessant. Kommen wir zur nächsten Frage. Gehörst du einer Fraktion an? Nein, ich gehöre keiner Fraktion an. Ah, ein Führungsloser. Sehr schön. Gut, gut. Und wie sieht es mit deiner Aggression aus? Hast du in deinem Leben, egal ob jetzt oder schon länger her, schon mal einen der freien Menschen umgebracht? Ja, habe ich. Wer hat das nicht in diesen Zeiten? Ich hätte dann nur noch eine letzte Frage. Und bei dieser Frage lasse ich dich nicht lügen. Hast du mich bei irgendeiner der vorherigen Fragen belogen? Ich hab das nicht. Ach, so eine Scheiße. Lass mich doch mal die Wahrheit ein bisschen drehen. Ja, ich habe gelogen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Aber keine Angst. Wir haben sehr gute Suggestoren bei uns im Hort. Du wirst es dort mögen. Vertrau mir. Und jetzt schließe die Augen. Hör nur auf meine Stimme. Gleich bist du da. Deine Suche hat nun ein Ende. Werde ich jetzt einfach nach Inneren verpachtet? Du bist aufgewacht. Gut. Willkommen auf dem heiligen Boden Kalans. Du magst etwas verwirrt sein, aber das wird sich legen, wenn der Effekt der Suggestion abklingt. Was? Was ist passiert? Rainer, einer unserer erfolgreichsten Suggestoren, hat dich als neuen Rekruten auserwählt. Das sollte dir eine große Ehre sein. Scheiße. Also Freya, das wolltest du doch. Ja, aber später. Später. Haltet ihr mich gefangen? Hier ist niemand gefangen. Selbst du bist freiwillig hier. Du musst verstehen, dass Rainer dir eine einmalige Chance gegeben hat. Egal, ob du dich dazu entschließen solltest, wieder zu gehen. Dein Platz ist jetzt hier. Du bist auserwählt worden, die Reihen der Kleriker zu verstärken. Das solltest du niemals vergessen. Und jetzt geh und melde dich bei Reinhold, um mit deinen Prüfungen zu beginnen. Später. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Erkläre mir die Regeln der Kleriker. Gut, dass du fragst. Pass gut auf. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elixid-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Spontan ein bisschen Vulkanfestung Vibes, ja. Fühle ich, aber es... Ich wusste es halt nicht, mir hat keiner gesagt, dass sie einfach weggezogen werden. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl, weil ich jetzt schon hier bin. Ich wollte hier noch nicht hin. Wer
Wer sind hier die wichtigen Leute? Allen voran sind da unsere Judikatoren zu nennen, Reinhold und Ulbricht. Sie sind die Anführer des Horts und residieren im hintersten großen Gebäude dieser Stadt, der Kathedrale. Ihnen unterstehen die Regenten, darunter stehen die Legaten und ganz am Ende der Hierarchie stehen die Akolyten. Je gepanzerter seine Rüstung, desto höher sein Rang. Ganz einfach, oder? Und vor allem, wer neue Rekruten anwirbt, ist für sie zuständig. Ist Rainer jetzt mein Mentor oder was? Mann. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Stell dir mal vor, die Zeugen Jehovas sind so, klopfen bei dir in der Tür und sagen einfach, lass uns rein und du kannst dich nicht dagegen wehren. Wo kann ich hier meine Verteidigung verbessern? Der Mann, den du suchst, ist Hagen. Geh einfach durch die Treppe bei der Lavagrube rauf. Er ist meist irgendwo da oben. Ich will mich jetzt nicht einfach raus teleportieren, aber ich will zumindest den Ausgang sehen. Wo öffnen? Darf ich mich einfach bedienen? Da stand nichts vom Clown. Zu einfach. Zigaretten. Es ist schon sehr Star Wars-artig hier, ne? Du benimmst dich hier, ja? War mehr so Sith Imperium-mäßig. Das hier draußen? Was? Oh, was bist du denn für einer? Kampfgeloss der Kleriker. Wir haben Litfaßsäulen. So, ich muss wenigstens den Ausgang finden, damit ich mich ruhigen Gewissens wegteleportieren kann. Jetzt nicht, du lässt mich nicht raus. Mistkopf. Xander. Weitergehen. Ich hab zu tun. Oh. Habe ich nicht hier eigentlich schon Teleport aktiviert? Ah, siehst du. Na gut. Wieder dahin. Ich habe hier immer noch meine eigene Queststruktur. Aber er hat ja Gott sei Dank gesagt, es ist egal, ob ich gehe oder nicht. Mein Platz ist jetzt da. Und nochmal den ganzen Weg. Ja, ja, aber das Viehzeug ist ja jetzt weg. Und ich hoffe, dieses komische Getier, was die Kleriker da zusammengeschlagen haben. Was ist denn hier? Der... ganz melancholisch in die Ferne geguckt. Sind sie da sicher? Wobei? Meinst du, die haben mich jetzt rausgeschmissen, weil ich gegangen bin? Das wäre ja nicht so schön. Dann werde ich am Ende wohl doch Berserker. Das ist er doch, oder? So, ich gehe da jetzt hin. Er fragt, was machst du schon wieder hier? Und er schickt mich dann wieder zurück, wa? So wird das laufen. Das ist gar nicht Rainer. Hallo, Fremder. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Dann habe ich jetzt noch einen Händler auf der Karte. Auch gut. Bodo hat ein bisschen Geld gebraucht, ne? Der hat ja ordentlich, ordentlich Sprechrollen gekriegt. Er kennt diesen Sprecher. Ja, ich sag ja. Tja.
5 Erfahrungen. Ich schon mal eine 5 gebracht. Da ist Rainer. Hoffe ich doch. Ja. So, verfrachte mich bitte nicht wieder in die Vulkanfestung. Du bist doch derjenige, der mich in den Hort der Kleriker gebracht hat. Das ist gut möglich. Ich erwähle viele neue Rekruten dieser Tage. Du solltest dich glücklich schätzen, von mir erwählt worden zu sein. Aber du scheinst dich noch nicht für unsere Seite entschieden zu haben. Lass dir nicht zu lange Zeit, dich uns anzuschließen. Durch uns könntest du sehr mächtig werden. Kalan wird über dich wachen. Also theoretisch... Was ist denn nun schon wieder? Ach, der Kritter da hinten. Also theoretisch könnten die doch einfach sagen, entscheide dich für uns. Machen sie aber nicht, weil vorhin auch jemand gesagt hat, der Effekt klingt irgendwann ab. Das heißt, Upa wird auch irgendwann nicht mehr Matsche im Schädel? Oder war das besonders dolle bei ihm? Dass da immer alles durchgerührt wurde. Oder ist vielleicht auch die Maßnahme, einen dazu zu bewegen, sich für die Sache der Kleriker zu entscheiden, so ein harter Eingriff, dass dann man im Hirn Matsch ist? Weshalb es überhaupt jemand essen sollte. Verseucht auf diese Welt. Ratte bringt einfach so viel wie ein Kritter. Sicherheit. E-Schrott. Alles rhetorische Fragen nehme ich an. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Weil es ein Spoiler wäre, mir das zu sagen? Wenn ich das noch erfahre, dann waren es rhetorische Fragen, ja. Es gibt ja immer die Möglichkeit, dass sich einer aber jetzt nicht genügend Gedanken gemacht hat, ne? Und am Ende hier voll die Kontinuitätsfehler drin sind. Der Hekovic. Ich bin nicht gut genug. Das war nichts. Ach, dann halt nicht. Da stehe ich auf jeden Fall nicht so lange rum. Herbert aus dem All, du hast mir den Namen gespoilert, du Sau. Ich kannte den noch nicht. Also, er hat den, glaube ich, schon gesagt, aber da war ich noch nicht da. Sie haben eine Waffe gefunden, ja, eine Keule, ne? Interessiert mich das? Ich bin ja eigentlich nicht so der Keulentyp. Da kann ich mir nicht tragen. 44! Was? Und ich kann sie fast tragen? Ja, na gut. Nicht ganz. Fast 30 Stärke noch, die fehlen. Oh, aber die Axt könnte ich beitragen, obwohl ich auch nicht so ein Axt-Fan bin. Oh. Ich musste mich jetzt eben mal kurz daran erinnern, wo ich überhaupt hin will. Ich will zu den Separatisten, genau. Es fehlen 19, nicht fast 30. Stimmt? Stimmt, Fragezeichen? Habe ich mich so dämlich verguckt? Ja. Ja, natürlich. Sorry. Keulen Sound ist toll, Schwert Sound ist lame. Ja, aber Sound geht leider nicht über Optik bei mir. Aber ich werde bestimmt mal ausprobieren. Ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Sehr schön, wenn man die Waffen wenigstens ausrüsten kann, aber nicht ziehen kann, weil sie zu schwer sind. Das wäre eigentlich eine coole Lösung. Dann wüsste ich mich jetzt schon, ob ich vielleicht einfach Skillpunkte da reinballern würde, weil die Waffe so toll aussieht. Hier sind die Backsteine kaputt. Was haben wir denn hier? Geile Münze. Zigaretten. Ich müsste die mal wieder verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon wieder habe. Ich höre auch schon wieder eine Assel zwitschern. Also der Schwertsound ist halt sehr klischeehaft, ne? Als Scheiße würde ich ihn jetzt vielleicht nicht gleich betiteln oder lame. Gehst in den Kampf, stirbst du, weil du die Waffe nicht ziehen kannst und schiebst es auf blöde verbackte Spiel. Naja, man könnte ja noch irgendwie sowas wie zu schwer oder so dabei integrieren. Nicht einfach plump nicht ziehen können, dann schon Kommentar dazu. Aber Hauptsache, ich sehe mal, bevor ich die Skills habe, wie die Waffe aussieht.
Also normalerweise in Gothic und Gothic 3 und Risen siehst du die Waffe ja wenigstens ein bisschen im Inventar. Hier ja gar nicht. Also es ist ja hier ein sehr vereinfachtes Bild. Das hilft mir nicht wirklich. E-Schrott, Energiespeicher, Öllampe. Das ist auch irgendwie so eine komische Kombination. Ich würde auch gerne mal einen Alchemisten treffen. Ich hätte gerne ein bisschen Dialoge zu Kräuterkunde und sowas. Gefährliche Gegend. Ah, Tunnel sind nie gut. Du bist ein Chemiker. Ja, dann halt ein Chemiker. Schnaps. Chemiker. Das war extra, da reagiere ich jetzt nicht drauf. Ich hätte hier die Magnesiumfackel gar nicht gebraucht. Chemiker, also wirklich. Und Leute regen sich darüber auf, ob Ananas auf Pizza oder nicht. Aber Chemiker, darüber redet keiner, ja? So eine Pestratte, ne? Das ist nicht schlimm. Nee. Warum klingt die wie ein Sega, ja? Warum sind es jetzt zwei? Warum bin ich denn schneller am Töten als sie? Ich dachte, sie ist die Mary Sue Magierin hier. Jetzt muss ich schon ihre Arbeit hier machen, oder was? Magier im Nahkampf halt. Ja, gut, okay. Hast mich überzeugt. Hast mich suggestioniert. Ist okay. Neue Handgranate, die könnte gut sein. Wie das nächste Riesenvieh. Boah, ich finde es immer irgendwie so traurig, irgendwelche alten, verwaisten Schlafplätze von Leuten zu finden. Und nicht zu wissen, ob die es noch geschafft haben oder nicht. Glück gehabt, die Handgranate waren im Stolperdraht. Was, wirklich? Verarsch mich doch nicht, hier war nichts drin. Das war ja richtiger Scam. Dann stirbst du für nichts, oder wie? Scheiß Dinos da oben schon wieder. Das da oben? Soll die Separatisten... das Separatisten-Hauptquartier sein, oder wie? Es sind schon Leute für weniger als nichts gestorben. Oh Gott. Nächstes Mal. Ich gucke in Zukunft wieder mehr nach unten. Bleib hinter mir. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht. Feuer und Feuer und so. Saufen. Nach oben, haben sie gesagt. Du findest tolles Loot, haben sie gesagt. Nicht, dass mich ein Dino verbrennt. Oh Gott. Ja, hier bei Krittern fühle ich mich wohler. Für peinliche Umgebung komme ich eigentlich gerade. Also diese Schneefelder sind auch tödlich. Habe ich beim Elex auch noch nicht gecheckt.
Ist das überhaupt Schnee? Nein, das ist irgendwas anderes. Irgendwie verstrahltes Koks oder so. Ja, toll. Jetzt bin ich hier eingekreist von Dino und von Schnee. Schneezeugs. Ist auf. Die geht ja dann auch nicht durch. Hm, ist das schmal genug, um da hochzukommen? Oh, ganz knapp. Komm hoch, ich will's sehen. Find's so toll, wenn du fliegst. Na toll. Hab ich nicht gesehen. Und ich darf jetzt trotzdem nicht rein, weil ich keine Resistenz gegen Kälte habe, oder wie? Kann da rüberfliegen oder eher nicht so? Ich würde mich freuen, wenn es hier eine Schleuse gibt für Leute, die es nicht so mit Kälte haben. Das Teil Ratte ist dann wohl die krasse Pest. Ja, okay, ich darf hier also nicht hin. Ich brauche Kälteresistenz. Dann weiß ich ja, worum ich mich kümmern werde. Mich mal kurz aus dem Kampf teleportiert und jetzt muss ich mich mal entscheiden, was ich jetzt mache mit meiner Zeit. Weil das kam also auch nicht in Frage, Refugium des Separatisten. Das ist normaler Schnee, die Pipelines sind nur extrem kalt. Noch aktiv, okay. Und was, nö? Wäre nur zu spät. Wieso? Ich kann da nochmal hingehen. Was denn? Ich bin nicht gerade. Nee, das ist schon wieder Hauptquest. Hier will ich gar nicht. Dann mache ich vielleicht was für Falke. Ich mache nichts für Falk. Das ist ein bisschen hart auseinander alles. Was kann ich dann wohl machen, wenn ich in allen Städten war? Warum werde ich denn jetzt so krassen Quest geforst hier? Wo ist Stormson? Der ist ja bei den Outlaws halt. Den werde ich irgendwie suchen müssen. Damit brauche ich mich weiter nicht auseinandersetzen. So viele Alps kann ich nicht töten. Dann muss ich jetzt wohl zu den Klerikern trotzdem gehen. Dann gehe ich wohl einfach zu den Klerikern. Hätte ich wahrscheinlich mal einen Teleporter suchen sollen oder so. Wenn die Wildnis so krass ist, versuchst du es vielleicht im nächsten Lager. Ja, dachte ich auch. Aber ich habe wieder das Gefühl, dass die Quests noch so dringend sind. Ich mich hier irgendwie mal im näheren Umland um. Hallo du. Beten? Oh Gott. Beten und Spende darbieten, ist das. Ich will jetzt auch nicht mein Geld rausschmeißen, ne? Wie kriege ich was dafür? Ja, Erfahrung, gut. Dann wahrscheinlich auch einmal pro Tag oder so. Levin. Bist du etwa die Verstärkung? Welche Verstärkung? Verdammt, wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon eine Ewigkeit darauf, dass die Leute aus dem Hort mir helfen. Wie soll ich denn Handel treiben ohne Waren? Kannst du mir das sagen? Du bist Händler? Ja. Also momentan nicht. Alles, was ich habe, behalte ich erstmal für mich, bis ich meine Waren zurückhabe. Wo man hinkommt, stößt man auf Probleme. Manchmal frage ich mich, ob irgendwann Normalität einkehrt. Warum hast du keine Waren mehr? Weil mein Karren von Monstern angegriffen wurde. Und jetzt habe ich keine Waren mehr, mit denen ich handeln könnte. Bei der Flucht vor den Biestern habe ich auch meine gute Waffe verloren. Das heißt, ich kann mich mit dem Schrottteil, das ich noch habe, nicht mal ordentlich wehren. Hier, pass mal auf.
Du willst doch bestimmt in den Hort der Kleriker, oder? Ja, da war ich schon. Wenn du mir hilfst und mir meine Waren wiederbringst, dann sorge ich dafür, dass du in den Hort kommst. Was hältst du davon? Ich war bereits im Hort der Kleriker. Wenn das so ist, bin ich natürlich auch bereit, dich angemessen zu bezahlen, wenn du mir hilfst. Ich bringe dir deine verlorenen Waren. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Auf die Kleriker im Hort ist einfach kein Verlass. Wer weiß, wann sie mir endlich geholfen hätten. Wo finde ich deinen Handelskarren? Wenn du von hier Richtung Nordwesten gehst und an der Straße weiter Richtung Westen folgst, solltest du ihn relativ schnell finden. Gut. Ich habe keine Minimap offen, also kann ich mir genauso gut das einfach hier markieren. Ist ja quasi um die Ecke. Einfach die nächste Kreuzung, alles klar. Kreische heißen jetzt schon. Okay, das ist wieder so ein Kritikpunkt. Ich meine, ich verstehe, es sind natürlich Landstriche. Die Viecher müssen sich ja anpassen in ihre Umgebung. Aber ich fand es schon in Arcania furchtbar, dass es mehrere Varianten von ein und derselben Spezies gab. Hier wahrscheinlich nicht einfach nur stärker und optisch ein bisschen anders. Aber die Erklärung reicht mir trotzdem nicht. Man könnte sich auch einfach andere Viecher ausdenken. Und kurz sagt, jo, bis gleich auch können. Und auch ein bisschen halb schade, dass Stacheldraht gar keinen Schaden macht. Ich habe so das Gefühl, in so einem alten Schützengraben ist bestimmt richtig böses Viehzeug drin. Kann ich die ganzen Energiezellen und Plasma-Dinger gar nicht mitnehmen? Nee. Schade. Wofür bist du denn? Shorty. Nimm erstmal dein Zeug. Dann reden wir. Ich wurde noch irgendwas klaust hier von dir selbst. Schaufel nicht zu mich. Frag mich, ob ich der Gegend hier überhaupt gewachsen bin. Das sieht hier schon wieder alles so stark aus. Ich meine, im Regelfall ist ja auch alles, wo Lava ist oder es dunkel ist, gefühlt alles unbesiegbar immer. Videogame Rule Nummer 23 oder so. Keine Kiste für mich. Aber denk doch nur mal an den Loot. Ja, na klar, na klar. Elektroschott nehmen. Ich dachte kurz, ich kann das Geschütz bedienen. Das hätte mich jetzt mehr gefreut. Noch kein Riesenvieh hier drin. Ich dachte, ich hätte irgendwas gesehen, aber wenn ihr nichts isst, dann wird ihr natürlich in einem Quest-Zusammenhang hier bestimmt irgendwann was spawnen. Spawnen natürlich. Und ich werde Kaya, glaube ich, gleich mal nach Hause schicken, weil zu einfach. Ich glaube, im Hort der Kleriker ist sie mir keine Hilfe. Da könnte ich eigentlich Falk noch holen gehen. Ich hätte natürlich bestimmt irgendwie Trank der Kälteresistenz gehabt, ne? Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Bekehrer. Ist das ein Lästerwitz für Kenia? Kann ich auch nicht tragen. Da fehlen mir auch 30 Stärke. Scheinwerfer kann ich nicht tragen, logischerweise. Nordranke. Aus irgendeinem Grund finde ich den Namen kreativ. Ich weiß nicht warum. Hör mal, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Wer bist du? Was machst du hier? Zeig mir deine Ware oder so einen Kram, aber nix da.
Wir beide haben keine Geschäftsbeziehungen, wir sind keine Freunde und werden auch nie welche sein. Also such dir einen Punkt am Horizont und abmarsch! Du suchst doch nach Schlägen. Lass uns handeln. Mit dir? Nö. Ich handle nur mit einem ausgesuchten Personenkreis. Du zählst nicht dazu. Mistkopf. Jetzt lande doch mal drauf. Du kriegst natürlich First Try hin. Alles Scheiße, dann kletter ich halt. So, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen hartnäckig sein. Ich quatsch einfach nochmal mit ihm. Lass uns handeln. Mit dir? Okay, kommt dasselbe nochmal. Ja, stehe. Aber dafür bin ich hier gar nicht vorgelaufen. Es ging um die Ware von dem Typen da hinten. Der eine Leuchtehose anhat, ist also ein Kleriker. Das heißt, ich kann ihm mit gutem Gewissen helfen. Wie ein Reißer, viel zu stark. Ah, das ist sein Karren natürlich. Wir haben alle nur Holzkarren. Oh Gott. Ah, Bullet Drop das Zeug. Gut, ist wohl auch eine Quest für später. Ich gehe nochmal in den Hort rein. Crazy Sounds, was macht denn Müll? Den Müll, was macht so ein Lärm, wollte ich fragen. Gibt es hier gleich Hitzeschaden? Sieht so aus, oder? Gut, aber... Die Brücke hat einfach nur aus Lust und Laune geklappert. Nochmal dahin. Lese ich da Loot? Ja, es ging um gefährliche Gebiete, glaube ich. Also wenn schon so narzt hier, dann könnte sich die Brücke auch ruhig ein bisschen bewegen. Der Laden ist eine Geisterstadt. Schlimmer als das Dorf der Eingeborenen auf Kieler kann es ja nicht sein. Schade, dass sie keine KI haben, also dass ich mit den Robotern nicht reden kann, meine ich. Automat benutzen? Oh Gott, ich kann Dinge kaufen. Wie nice. Ach, hier komme ich raus. Okay. Das war die Truhe, die ich aufgemacht habe vorhin. Muss ein geiles Kantinenleben sein, so an die Wand zu gucken. Martha! Bist du die Essensfrau? Hoppla, wo haben sie dich denn aufgelesen? Lass dich mal angucken. Oh je, du siehst nicht gesund aus. Deine letzte Mahlzeit muss ein paar Tage her sein. Nimm das, aber verrate es keinem. Eine großzügige Geste. Ich versuche einfach, mir einen Rest Menschlichkeit zu bewahren. Selbst wenn es dafür einen Teller Suppe benötigt. Denn Menschen sind aus Suppe. Das Zeug sieht ungenießbar aus. Ich weiß doch gar nicht, was sie mir gegeben hat. Also optisch. Danke. Ich weiß das Essen zu schätzen. Das freut mich. Wenn dich der Hunger plagt, kannst du jeden Tag eine Ration bei mir in der Kantine abholen. Auch wenn das Essen nicht unbedingt schmackhaft ist, reicht es zum Überleben. Für unser Eins ist die tägliche Versorgung kostenlos. Allen anderen muss ich ein paar Splitter abverlangen. Hast du etwas zu essen für mich? Ich kann ja verstehen, dass du Hunger hast. Aber mit der Ration, die ich dir gegeben habe, musst du für 24 Stunden auskommen. Das erinnert mich an meine Grundschulzeiten. Durfst du mir auch nie was nachholen? Warum ist das Essen von minderer Qualität? Um alle halbwegs ernähren zu können, müssen wir haushalten. Die andauernden Kämpfe, die hohe Produktionsauslastung, all das zehrt an unseren Vorräten. Ignadons felsiger Boden eignet sich kaum, etwas Verwertbares heranzuzüchten.
kenne das von meinen Vorräten. Ja, komm, Quest ist Quest. Ich kann dir etwas von meinen Vorräten abgeben. Ich weiß deinen Vorschlag durchaus zu schätzen. Aber ich denke, ich weiß eine bessere Lösung. Vor meiner Zeit im Hort bin ich draußen auf eine Gruppe Heimatloser gestoßen. Sie hatten zwar auch ihr Päckchen zu tragen, aber zu essen hatten sie immer. Vielleicht sind sie bereit, mit uns zu teilen. Nur dazu müssen wir mit ihnen in Kontakt treten. Lehre mich suggestionieren und ich hole dir sie. Alle fünf. Ja, überfallen ist auch nicht so. Warum hast du denn nicht schon längst jemanden geschickt? Ich habe so meine Bedenken, dass die meisten hier das nötige Feingefühl besitzen, um mit ihnen zu verhandeln. Ich will auf keinen Fall, dass unnötig Blut vergossen wird. Wenn du also jemanden kennst, der sich dieser Aufgabe gewachsen fühlt, nur raus damit. Also ich, wo wir vorhin ja über Waffen gesprochen haben, ich glaube, eine Waffengattung werde ich mich überhaupt nicht bemühen drum und das sind auf jeden Fall Hämmer. Die fand ich bis jetzt alle absolut hässlich, wenn andere damit rumgelaufen sind. Außer die von Gustav, ne, hieß er Gustav, die eine Klerikerwache von Abess auf jeden Fall. Die hat ihm gut gestanden, aber ich würde sie auch nicht tragen. Wie lange leitest du die Kantine schon? Man hat mich dieser Stelle zugewiesen, als der letzte Koch ein Dutzend Männer ins Lazarett befördert hat. Da ich draußen gelernt habe, aus wenig etwas Genießbares zuzubereiten, gab es wohl auch keine bessere Alternative. Warum hast du im Hort Zuflucht gesucht? Ist das nicht offensichtlich? Ich hänge an meinem Leben. Zu den Outlaws hätte mich nichts bewegt. Das sind Barbaren, die ihre eigenen Frauen vergewaltigen und mordend umherziehen. Zumindest, wenn man den Schilderungen unserer Späheinheiten glauben mag. Ich helfe dir, den Nahrungsengpass zu beseitigen. Du? Es ist nicht gerade so, dass sich viele Freiwillige für diese wichtige Aufgabe gemeldet haben. Wenn du also etwas für unsere Gemeinschaft tun willst, rennst du bei mir offene Türen ein. Du müsstest in etwa 20 Überlebenspakete rausschlagen. Das sollte reichen, um die Zeit zu überbrücken, bis eine der Versorgungseinheiten zurückgekehrt ist. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Es sieht so lustig aus, alle mit ihren Tech-Rüstungen, Lasergewehren, mit einem stinkenden Pfeil und einem einzigen Pfeil im Köcher. Ja, gerade diesen einzelnen Pfeil wollte ich auch schon ansprechen. Aber das Fell, ich bin oft genug ins Wasser gesprungen, ja, das ist frisch gewaschen. Wo finde ich das Lager dieser Heimatlosen? Wenn ich mich recht entsinne, haben sie südwestlich vom Hort, also nördlich unseres Außenpostens, ein notdürftiges Lager errichtet. Ignadon ist nicht dicht besiedelt. Früher oder später wirst du auf sie stoßen. Dieser Stoff hier sieht aber auch nicht sonderlich atmungsaktiv aus, also was da drunter für eine Suppe ist, will ich auch nicht wissen. Ich glaube, da bin ich mit einem Fell noch gut dran. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Ich habe so langsam schon wieder so viel Mist angehäuft. Ich kann mal wieder was loswerden, ne? Nee, ich glaube, Krempel ist hier gar nicht bei, oder? Also die ganze Munition behalte ich, darüber brauchen wir ja nicht reden. Rezepte müsste ich doch auch welche doppelt haben. Nee, bisher aber nicht. Irgendwie so Blutburger hatte ich doch eigentlich zweimal. Ja, anscheinend doch nicht. Gut. Zigaretten. Weg damit. Klopapier, weg damit. Hau ich hier mal wieder alles raus. Woher hast du eigentlich die Fellrüstung? Soweit ich mich erinnere, kann man doch erst so eine Rüstung tragen, wenn man Berserker. Bei Geron in der Hütte war eine in der Truhe. So, einmal alles weg hier. Und ich gebe zu, dass ich die alleine auch nicht gefunden hätte. Mir wurde angeraten, mich da mal genauer umzuschauen. Hier, komm, die Kantine braucht auf jeden Fall Geschirr. Hier ist ja so voll der Laden. Ich glaube, das ist alles immer dreckig. Vorzange, Krüge, davon will ich noch genug finden. Teller, Becher. Ein guter Becher auch noch. Besen. Werde ich nie vergessen, dass ich mal für einen Besen abgestochen wurde. Propaganda. Ja, mit der Karte werde ich bestimmt noch irgendwas. Oh, ich habe Radoks Bericht letztes Mal gar nicht gelesen. Das werde ich gleich nachholen. Ja, gut, ich glaube, ich habe jetzt wieder genug. Wenn Besen abgestochen werden, just by the Berserker Things. Ja, ja, ja. Die haben einen sehr kurzen Prozess mit mir gemacht. Die haben mich gar nicht erst bei Ragnar angezeigt. Ja, ich wurde einfach weggezogen. Kann man akzeptieren. Waffe weg! Gut. Ich hatte sie schon längst weggesteckt. Suchst du etwas? Ja.
Sagt aber nicht was. Das ist mein persönliches Geheimnis und deswegen gehe ich jetzt. Kantine. Kann man das Alphabet irgendwie übersetzen? Gibt's da was? Das sieht schon sehr auch nach dem Basic aus Star Wars aus, was man ja 1:1 übersetzen kann. Ich sehe dich, klar? Klar wie Klerikerbrühe. Raumstruktur ist echt kacke. Also ich mag offenes Wohnen auch nicht, aber nutzlose Wände sind auch nicht geil. Also wenn das schon eine Geisterstadt ist, müssen da noch nicht NPCs rumlaufen, die keinen Namen haben. Aber das ist gut, das erhöht meine Hoffnung, dass ich irgendwen hier auch rekrutieren darf. Eva. Du bist nicht zum Beten hergekommen, richtig? Nur die Hoffnungslosen erflehen göttlichen Beistand. Und dein Gesicht spricht eine andere Sprache als die der Hoffnungslosigkeit. Also, wie dicht dran bin ich mit meiner Einschätzung? Ich habe heute schon gebetet. Die Antwort geht dich nichts an. Warum kann ich denn ständig bissig sein? Dein Gespür täuscht dich nicht. Dachte ich es mir doch. Weißt du, es hat einen Grund, warum ich das Gespräch mit dir suche. Die meisten meiner Brüder und Schwestern belächeln meine Wissbegier, weil ich mich mit einfachen Antworten nicht zufrieden gebe. Darum honorieren sie es nicht, wenn ich versuche, hinter die Kulissen zu blicken, sondern belegen mich mit Verboten. Deshalb dachte ich, dass du mir vielleicht aus der Patsche helfen kannst. Du bist ziemlich direkt. Ja, ein weiterer Grund, warum ich immer wieder in Schwierigkeiten gerate. Aber ich halte es lieber so, dass ich sage, was ich denke, als dass ich etwas unausgesprochen lasse. Darum würde ich es als persönlichen Gefallen ansehen, wenn du mir dein Ohr leihst. Ich brauche mein Ohr. Schilder mir dein Problem. Hast du schon einmal vom Propheten Abid gehört? Nein, sollte ich das? Oh ja, er ist der Begründer unseres Ordens. Der Grund, warum wir existieren. Oh Gott, der Glaube wird noch sehr kompliziert, glaube ich. Erzähl mir etwas über Abid. Nun, ich weiß zwar mehr als die meisten hier, aber längst nicht alles. Ich fange am besten von vorne an. Geboren wurde er vor circa 200 Jahren und er war der Erste, der von Kalan erleuchtet wurde. Nach dem Meteoreinschlag hatte er die Bürde und das Privileg, die Menschheit in eine neue Zukunft zu führen. Doch nur ein Teil der Hoffnungslosen war bereit, sich unter seiner Führung zu sammeln. Was aus dem Rest geworden ist, sieht man am ehesten, wenn man nach Tavar blickt. Und weiter? Dass wir die Nachkommen derer sind, die treu an seiner Seite waren, hatte ich ja schon erwähnt. Er und ein paar Auserwählte lehrten den weniger Wissenden, die Technik zu verstehen und zu beherrschen. Und obwohl unsere Gemeinschaft klein war, konnten wir uns mit ihrer Hilfe vor der Niedertracht der gottlosen Menschen wehren. Wann ist er gestorben? Einige glauben, dass er noch heute unter uns weilt, obwohl das Unsinn ist. Schon zu Lebzeiten haben einige Ungebildete ihn in den Gottesstand heben wollen. Er hat dieses aber immer von sich gewiesen. Vielmehr ist es so, dass er seine Zeit hat kommen sehen. Den Überlieferungen nach hat ihn die Trauer über die Uneinsichtigkeit der Menschen von innen zerfressen. Und als er denen, die sein Wort hören wollten, alles gesagt hatte, ist er in das große Licht gegangen. Was genau das große Licht ist, darüber streiten sich noch heute die Gelehrten. Manche sagen, er ist in den Himmel zu Kalan aufgestiegen. Wieder andere, dass er zum Grunde des Kraters aufgebrochen ist. Aber jetzt habe ich mich in meiner Erzählung total verrannt. Worauf ich hinaus wollte, ist Folgendes. Ich möchte mehr über ihn wissen. Über sein Leben, sein Wirken, einfach alles. Aber lässt man mich die Schriften im Archiv studieren? Nein. Rausgeworfen hat man mich. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, raten sie mir. Dabei kann die Zukunft nur geformt werden, wenn man die richtigen Schlüsse aus der Vergangenheit zieht. Das übliche, obligatorische Bibliotheksproblem also. Du benötigst Zugang zum Archiv. Das wäre schön,
Aber nein, mir wurde ein anderer Aufgabenbereich übertragen. Alles, was ich will, ist ein Exemplar von Arvids Lehren. Es müsste in gedruckter Form vorhanden sein, nur eben nicht für die Allgemeinheit zugänglich. Wenn ich das hätte, könnte ich meine Wissenslücken schließen. Nur dazu müsstest du es schaffen, dich ins Archiv zu mogeln. Oder halt Bibliotheksprobleme, auch okay. Ich denke darüber nach. Gut, sehr gut. Was ich dir auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben möchte, ist Folgendes. Ich bin mir sicher, ich kann aus den Aufzeichnungen Dinge entnehmen, die der gesamten Menschheit etwas nützen werden. Schließlich wäre es arrogant anzunehmen, dass alle Geheimnisse schon entschlüsselt wurden. Ich hole dir das Buch aus dem Archiv. Danke. Ich kann es kaum erwarten, Seite für Seite zu verschlingen. Ich auch. Ich hoffe, ich kriege dann mehr Informationen. Warum liegt das von dir gesuchte Buch nicht öffentlich aus? Weil wir Kalan im Gefecht und nicht in der Bücherstube dienen sollen. Nur ein privilegierter Teil von uns darf sich überhaupt intensiv mit seinen Lehren beschäftigen. Vielleicht fehlt uns ja wirklich die nötige Weitsicht, seine göttliche Botschaft zu verstehen. Aber das möchte ich für mich selbst erkennen, anstatt es ständig vorgekaut zu bekommen. Gibt es irgendetwas, das ich über das Archiv wissen muss? Unsere Archivare versuchen dort allerlei Informationen aus den Stücken zu ziehen, die wir außerhalb des Hortus bergen konnten. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv und wer nicht gerade ein Interesse an der Wissenschaft hat, braucht sich auch gar nicht auf ein Gespräch mit ihnen einzulassen. Sie mögen es gar nicht, wenn man sie in ihrer Arbeit stört. Wenn du dich also unbefugt im Archiv aufhältst, werden sie dich hinausschmeißen lassen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich ins Archiv kommen kann? So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Du könntest beobachten, wann Karl, die Archivwache, seinen Posten verlässt. Das kann natürlich ein paar Stunden Zeit kosten und ich selber habe noch nie mitbekommen, dass er seinen Posten verlassen hat. Vielleicht erfährst du es ja. Irgendwann muss er sich ja mal vom Fleck bewegen. Weiterhin könntest du erwägen, die Sicherheitskonsole zu manipulieren und deinen Namen auf die Zutrittsliste zu setzen. Die einfachste und naheliegendste Lösung ist, dass man zumindest den Rang eines Akolyten der Kleriker bekleidet. Ich finde es super, dass die Kleriker der Technikclub schlechthin irgendwie alle überlistet werden mit gefälschten ID-Karten und mich in irgendwelche gehackten Datenbanken. Aber ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht alles selber macht. Aber ich mach's einfach mal. Bring mir etwas bei. Gut. Das ist Persönlichkeit. Ich will das Coole haben, das Hirnmatsche machen. Aber hier ist auch nichts mehr bei. Was ist denn Praktika? Du bekommst mehr Erfahrung aus Intelligenz. Macht's mir doch nicht so schwer. Befinde ich hier wen drin? Würde Kaya schon die ganze Zeit nach Hause schicken. Mach ich jetzt auch mal. Oder mache ich das? Eigentlich will ich auch dabei haben. Aber ich bin so unentschlossen. Habe ich dich eingeladen? Ja, irgendwie schon. Vielleicht treffe ich ja einen Entschluss bei einer kurzen Toilettenpause. Ich bin sofort wieder da.